Annan ist besiegt, aber irgendwas scheint hier noch nicht ganz in Ordnung zu sein. Ist er doch nicht besiegt? Das ist Ganon. Okay. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Okay. Da. Okay. Das ging schnell. Ich muss mal ganz kurz flüchten. Ausweichen. Ausweichen. Und mit dem Hammer drauf. Und wieder mit dem Hammer drauf. Einmal ganz kurz. Ah, ah, wartet, 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 da sind Feen. Und die nächste Fee. Ah. Okay, eine Fee habe ich verpasst. Egal, sollte reichen, hoffe ich. Ja. Mama, 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 Mama. Weg, 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 weg. Okay, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ich brauche Mana. Ja, super. Okay. Weg hier.
Ich brauche nochmal Mana. Ich brauche immer noch Mana. Scheinbar muss ich da jetzt anders vorgehen. Ich habe ja Bomben bekommen. Ich hab ihn. Bomben gehen bei ihm auch, okay. Hopplay, das Masterschwert. Es ist hier, schnell. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Problem. Ich habe immer noch keinen Mana. Ja. Ja, komm, komm. Nein, das zählt nicht. Ja. Ich habe da ja gar keine Chance. Okay, nochmal das Ganze. Okay, also ich muss hier anders vorgehen. Ganz anders. Ist halt nur nervig. Also ich kann ihn auch mit einer Bombe treffen. Na gut, das Wichtigste ist, ich weiß jetzt, ich brauche viel Mana. Ich glaube, der Kampf wäre einfacher, wenn man sich vorher viele Tränke und sowas holt, aber... Was soll es, wie ein Schwert wegfliegt, ne? So seitlich und dann landet es trotzdem mit der Spitze nach vorne, ne? Hm. So. Drei. Mal gucken, wie wir ihn treffen müssen. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Jetzt einmal anschließen. So liebe ich zu zocken. Hm. Oh Mann. Ich sollte mir echt mal ein längeres Kabel zulegen wieder. Und mal ein bisschen die Wii U vorholen. Die Wii U, die Switch. So, ich glaube, das war jetzt der Nummer 6. Und jetzt brauche ich erstmal Mana. So, wartet, wir brauchen noch einen. Behälter, falls das hier die Feen sind.
Nein. Komm. Und? Was wir vom Mana erreichen? Oh Mann. Also an sich ist der Bosskampf eigentlich relativ simpel, so wie ich das jetzt sehe. Und schnell das Masterschwert. Autsch. Oh, oh. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz abschalten, gewinnen. Dann warst du es mit den Feen, ne? Ich glaube, du warst das, ne? Ja. Okay. Dann brauche ich, warte mal, dann was. Du hast gleich wieder mit dem Mana, ne? Nope, war es nicht mit dem Mana. Was ist mit den Pfeilen, ne? Na, komm. Dann machst du das mit dem Mana. Nein, du warst es mit den Bomben. Okay, bist du das mit dem Mana? Nein, du bist auch Pfeile. Das gibt's nicht. Dann warst du es mit dem Mana. Schnell zurück. Oh. So viel habe ich jetzt gar nicht mehr, ne? Wuhu! Komm, das muss jetzt der letzte Treffer sein. Alter, es ist wirklich der letzte Treffer. Das letzte bisschen Mana, was ich hatte. Oh, danke. Ich versuche gerne mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetz ihm den Todesstoß. Oh, ihr sechs Weisen, es ist soweit. Sendet eure Kraft.
Ihr Schaffer Hyrules. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Du, widerlicher, ich verfluche dich, Zelda. Ich verfluche euch, ihr Weisen. Ein Ding, Link ist schon mal nicht dabei. Ich verfluche dich, Troplay. Ach, verdammt. Eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Naja, also... Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Schneiden wir ihm die Hand ab. Wäre doch eine Lösung, oder? Hand abschneiden und dann Fragment weg. Aus seiner Hand. Na gut, schlussendlich könnte man jetzt sagen, das Siegel wurde gebrochen. Zeit der Verheerung. Breath of the Wild. Danke, Troplay. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt. Hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung, ich konnte noch nicht wissen, welche Fairnisse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Troplay, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückzubringen zu können. Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Geh nun, Troplay, hole die verlorenen 7 Jahre nach. Geh nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. Danke, Troplay. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Lebe wohl. Nein, wir sehen uns demnächst wieder. Weiß ich. By Tears of the Kingdom.
Okay, gut, also. Jetzt kommen einige, aber Troplay, du hast nicht alle Herzen. Du hast nicht das Bigoron-Schwert, du hast das nicht. Ja, Leute, ich wollte es einfach nur für mich einmal nochmal gespielt haben. Nochmal gucken, worum ging der ganze Hype. Und ich kann den ganzen Hype so im Nachhinein, zwar was die Zeit zum Release von dem Spiel angeht, nachvollziehen. Wo man in dem Augenblick ein bisschen in Nostalgie schwelgt. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht so gut gealtert, wie man sich das wünschen würde. Da finde ich einige 2D-Zelda doch bei weitem, ich sag mal, dann attraktiver. Man sieht hier wirklich, dass Nintendo einen ersten Schritt in Richtung Open World gemacht hat. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Breath of the Wild hat wirklich da für mich größer in die Bresche geschlagen, was eine Weiterentwicklung von dem Zelda-Universum angeht. Insofern, ich kann den ganzen Hype nicht darum verstehen, dass alle Leute sagen, Ocarina of Time ist das beste Zelda von allen. Es ist kein schlechtes Zelda, definitiv nicht, aber selbst mir persönlich hat Twilight Princess sogar nochmal einen Hauch mehr Spaß gemacht. Also wohlgemerkt jetzt vergleichsweise im jetzt heutige Zeit, ne? Nicht, wenn ich es damals hatte, wenn ich damals hatte. Damals war das Spiel dann mega, sage ich nichts dagegen. Damals war es einfach genial, da hat man sich dann gefreut und so weiter und alles schön und gut, ne? Aber wie gesagt, es gab immer eine Weiterentwicklung, es wurde immer größer, es wurde immer besser und es wurde natürlich auch optisch schöner. Ja, das Optische möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht bewerten, weil das wäre nicht fair. Deswegen bewerte ich da in dem Augenblick wirklich nur das Spielerische und das Designtechnische in Form von Leveldesign. Man muss dann halt sagen, wirklich, zwar nicht schlecht, aber man merkt halt hier noch die Anfänge und es wurde dann wirklich mit den späteren Parts oder mit den späteren Ablegern der Zelda-Reihe bei weitem besser. Ja, ansonsten ist das für mich eher dann so Nostalgie, was dann da einen Bonus hat. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es jetzt nicht mein Top-Favorit. Also wirklich mein Zelda, wenn überhaupt, ist zurzeit Breath of the Wild und deswegen freue ich mich dann auch auf Tears of the Kingdom. Welches ja so gesehen für euch jetzt im Anschluss dann startet, ne? Aber ja. Trotzdem war es eine nette Erfahrung, nochmal das Spiel zu spielen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. War es und ist es euer bestes Zelda? Und wenn ja, wieso, weshalb, warum? Ja, es soll jetzt hier nicht darum gehen, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Einfach nur mal so allgemein, dass man sich so austauschen kann. Ja, wie gesagt, meine eigene Meinung ist halt wirklich, Breath of the Wild ist für mich das bessere Zelda, weil es halt das Zelda ist, wie Shigeru Miyamoto sich das damals gedacht hatte, mit dem allerersten Zelda. Und das ist halt dann in 3D. Und das, ne, führt sich halt dann so weiter. Und das hier ist zwar eine schöne, wie gesagt, Weiterentwicklung von den gesamten Zelda-Teilen, aber ja. Ich fand's nett. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Mitfiebern, mit Spielen, mit Unterstützen und ja, freue mich dann auf die nächsten Projekte mit euch zusammen. Sage danke, bis zum nächsten Mal und genießt noch den Abspann. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.